So, sag mir mal, was da ist. Dann sag mir mal, was da ist. Wir stehen, bin heute übrigens lustigerweise in der langsamsten Geschwindigkeit die ganze Zeit. Einfach nur, weil es gerade etwas spannend ist. Wobei ich denke, ich werde jetzt die Geschwindigkeit erhöhen. Ich sehe den Gegner allerdings gerade nicht wirklich Soldaten noch produzieren. Das ist gut. Wir werden nämlich alles, wir werden wirtschaftlich ziemlich viel Scheiße machen, bevor wir erstmal mit Gelb kämpfen, weil Gelb wird. Ja, wieder der letzte Kampf von letzter Mission. Das wird ziemlich böse werden. Ich kann die Wachstube erst nicht ausbauen, ne? Na, okay. Aber immerhin sind, ne, ich wollte gerade sagen, die voll besetzt in Anführungsstrichen. Nee, sind sie nicht. Wobei die sind jetzt auch nicht mehr so voll besetzt, weil ich es ja eingestellt habe. Weil der Wachturm ist immer noch keine Festung, aber wird noch gemacht. Wird noch gemacht. Okay. Hat hier Gold gefunden. Hätte das gedacht, das ist ja eigentlich alles Gold. Werde ich brauchen. Ich werde sehr viele Elite-Soldaten brauchen. Holzfäller, okay. Okay, damit ist es ja auch offiziell abgebaut. Genau. Ja, da findet jetzt überall unten Gold. Das ist alles okay. Dann weiß ich jetzt, dass das hier alles Gold ist. Der ganze Berg ist Gold. Gut zu wissen. Ja, mein Mitbringer immer noch kein Typ ist, der das baut. Doch, er ist einer. Okay, ich habe mich geirrt. Genau, hier müsste Bier drin sein. Und die Schilder hinkommen. Genau, das ist, diesmal läuft es sogar ein bisschen optimierter, als ich mir das vorgestellt hatte. Wir können mal hier den Weg hinbauen. Denn das ist ein bisschen kürzer. Genau, dann kann ich hier unten noch zwei Bauernhöfe nachher hinbauen, um Essen zu produzieren. Die Ressourcen oben werden wir auf keinen Fall jetzt anzapfen. Die kommen dann nachher. Die kommen dann, wenn wir irgendwo hier sind. Was ich aber immer noch krass finde, das ist, ich keine Stelle gefunden habe, bis jetzt, wo man quasi einen Hafen bauen könnte. Weil hier hinten, nee, ist da nichts, aber kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, erstmal. So, dann beschleunigen wir das mal wieder, denn wir werden jetzt erstmal nur bauen. Und bauen. Und der Gegner wird wahrscheinlich nicht viel haben. Irgendwann hat er vielleicht einen Soldaten hergestellt, der eine Gebäude hier einnimmt, aber das sieht aktuell nicht so aus. Wenn ich dann die ersten Soldaten habe, die hier hochgerankt sind durch mein Gold, habe ich schon gesagt, dass ich natürlich auch hier noch ein Fischerhaus hinbauen werde. Ja, wenn es hier weg ist und hier über Essen angebaut wird, dann wird es besser laufen. Genau, gut, das Katapult ist erstmal voll. Ich denke auch, wenn er das einnimmt, dann geht vielleicht der Weg hier weg. Vielleicht. Aber denke ich auch nicht. Denke ich auch erstmal nicht. Okay, er hat hier eine Schlosserei, hat er. Ja, erstmal warten. So, ja, die Münzbegeisterung. Haben wir denn hier schon Gold drinne liegen? Hier noch nicht. Aber wahrscheinlich wird es eher hier im Lagerhaus liegen, wenn wir es haben. Haben wir nicht. Okay, ist Eisen. Okay, das ist halt schon die krasse Straße hier zwischen hier und dem Lagerhaus. Okay, das ist absolut verständlich. Weil hier Ressourcen hinterhergeschifft werden. Dann werden wir hier nachher noch mit Holz abbauen. Und das hier unten werden wir abholzen, um hier auch nochmal Essen abzubauen. Aber erstmal lassen wir hier die Holzfäller. Das hier alles wegmachen. Genau. Wenn ich nämlich Holz abbaue, geht es wahrscheinlich sogar ins Lagerhaus hier runter. Das wäre gut. Das wäre gut. Wichtig ist auf jeden Fall, wir stellen auch Soldaten her. Und zwar offenbar genug. Jetzt kommt wieder einer raus. Wenn man es gerade sagt, ne? Gebiet verloren. Okay, er hat hier ein Gebäude eingenommen. Aber nicht das hier oben. Gebäude richtet fest. Okay, perfekt. Ja, darum kümmere ich, denke mal, wenn er hier durch ist. Dann, na, die Baracke. Ja, erstmal nicht. Erstmal nicht, würde ich sagen. Erstmal nicht.
Ja, wenn er bis hier hochrückt, dann habe ich sowieso ein krasses Problem, wenn ich quasi die Festung eingenommen hat. Die Münzbrecher einfach keine Gesteine und sowas bekommen. Ich produziere Soldaten, das gefällt mir. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich eine laufende Wirtschaft habe. Und das wäre ziemlich gut. Das wäre echt ziemlich gut. Weil hier dieser Weg übelst genutzt. So. Ich denke mal, den Spätium hier oben, den können wir abreißen. Verlust machen wir da ja auf jeden Fall nicht. Wir können dann vielleicht nachher ein anderes Gebäude hinsetzen. Der Steinbruch macht das jetzt hier. Damit klaue ich indirekt die Ressourcen. Das ist immer gut, Gegner Ressourcen zu klauen. Weil diese Wegkonstruktion hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Das weiß ich nicht, aber kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ja, die Gebäude müssen mir alles einfach gebaut werden. Wenn das hier weg ist, wird Essen hergestellt. Langfristig werde ich das hier abholzen und hier essen. Essen vor allem. Ich werde nachher hier, werde ich ein Holzfäller hinbauen und hier ein Holzfäller. Dann habe ich das erstmal weg und kann dann auf jeden Fall hier oben, wenn ich die Zeit habe, noch Dinge tun. Die Bäckerei ist fertig und die Mühle auch wahrscheinlich gleich. Klar, ich glaube, dann kann ich hier. Ich glaube, wir haben ja sowieso diese natürliche Grenze von der Bäckerei und so. Genau, jetzt haben wir nämlich das Zeug, das ist ja quasi jetzt nur noch unten mehr Holz, nicht Holz. Holz, warum Holz? Ich ganze Holz, Holz, dann bauen wir wahrscheinlich. Wir werden wir Fleisch abbauen. Die ganze Zeit. Hier. Dann haben wir oben das ganze Brot und so und unten wird Fleisch abgebaut. Genau, wunderbar. Jetzt ist der Brunnen fertig. Ich denke mal, diese Daten hier strömen langsam nach. In endlicher Zeit habe ich wahrscheinlich auch meine Münzbrigade wird gebaut, sehr schön. Es läuft so gut hier, dieser Weg ist perfekt. Ich sehe es gerade gar nicht. Da, okay. Ja, ich kann hier halt nicht ausbauen, das ist doof. Aber er greift mit nur einen an, das heißt, das gewinne ich wahrscheinlich. Ich hätte so einen Verzweiflungsakt. Ich hätte ja festgestellt, wenn die KI quasi nicht mehr weiter kann, dann wird die aggressiv. Okay. Ja, aber hier ist doch kein Salat mehr. Okay, jetzt muss ich auch weg. Wunderbar. Nur der Steinbruch ist da und wird das hier alles abbauen. Das gefällt mir. Ja, ich glaube, ich habe Violett so weit gebracht, dass er erstmal militärisch so kaputt ist, dass ich ihn erstmal als handelbar betrachten kann. Na, langfristig werde ich das Gebäude hier angreifen und einnehmen. Dann habe ich das hier alles, weil die Wachstuben kann er nicht besetzen. Das ist gut. Finde ich zumindest. Genau. Der Haus wird das ja wegmachen. Das gefällt mir. So, und der Spätturm ist besetzt. Das heißt, ich sehe hier bald ein bisschen mehr. Da kommt er an. Und das will ich jetzt kurz genießen. Das will ich kurz genießen, wie das hier läuft. So, hat er hier unten einen Katapult? Ich sehe Nagerhaus, eine Eisenschmelze, eine Schlosserei, eine Brauerei, eine Münze. Er hat wahrscheinlich Münzen hergestellt. Er hat super viele Münzen hergestellt oder hat es noch nicht geschafft. Ich weiß natürlich auch nicht, wie gut seine Münzproduktion im Endeffekt dann auch gewesen ist. Was gut wäre, ist, wenn ich hier ein Militärgebäude hinsetze, zum Beispiel. Ein Wachturm.
Wenn ich das hinmachen könnte. Okay, wenn ich eine wechseln, kann ich wahrscheinlich dann hier auch einen Weg durchbauen. Und ich versuch's mal hier. Nöp, ich komme hier nicht durch. Okay, verdammt. So. Dann beschleunige ich das mal wieder. So. Aber ich sehe auch, die Münzbrägerei macht zumindest nicht die Animation, als würde sie arbeiten. Das ist gut. Apropos Münzbrägerei. Meine läuft bei 35%. Sie hat noch keine Kohle. Okay. Wir brauchen also Kohle. Stimmt, wir haben zweimal Kohle. Und die beiden Kohle wird jeweils von der Schmiede und der Eisenschmiede gebraucht. Das heißt, sie werden Kohle brauchen. Kommen wir hier unten noch an Kohle ran. Ich schicke mal hier meinen Geologen raus. Wenn ich hier Kohle abbauen kann, wäre das ziemlich geil. Wenn ja, dann mache ich das natürlich. Ich könnte nachher den Weg hier auch etwas optimieren. Dann mache ich das natürlich. Yay, Eisen. Geh ja nach unten, los schon. Genau da, bitte. Verdammt, das Eisen. Und da. Kohle. Verdammt, dann bauen wir hier Kohle ab. So, hier Kohlekraftwerk. Kohlekraftwerk. Warum mache ich immer Kraftwerk? Kohlebergwerk. Welches Spiel habe ich denn gespielt, wo ich Kohlekraftwerke hatte? Finde ich, Anno 76, aber ist schon ewig her. Das ist schon ziemlich weit her. Und er kann dann ein Gebäude hier nicht besetzen. Ja, so ein Forsthaus, Brunnen, Fischhütte. Er baut die Steine gar nicht ab, die hier unten sind. Das ist interessant. Nee. Das ist gut für mich. Soll er bitte Weine nicht abbauen? Hab ich sie nachher. Hab ich sie nachher. So, ja klar, das läuft jetzt hier unten. Das Goldwerk läuft wahrscheinlich eher nicht so gut. Genau, langsam wird der Weg hier frei. Die laufen jetzt ziemlich gut. Hier haben auch beide genug Wasser. Er hat das Gebäude eingenommen. Und ich hab's kaputt gemacht. Ah, hat mein. Na, das Kohlekraftwerk kaputt gemacht, das ist nicht so toll. Ja, okay. Dann kann ich jetzt auch wieder mein Kohlekraftwerk hinsetzen hier und hier mein Kohlekraftwerk. Kohlebergwerk meine ich natürlich. Gebiet verloren. Er hat es eingesetzt und. Ich hab's wieder kaputt gemacht. Ha! Toll! okay, der Weg ist jetzt abgeschnitten, dann baue ich ihn neu. Und das Gebäude eingenommen. Aber das kann ich nicht mit dem Katapult einfach abschießen. Okay. Ja, das wird hier langsam frei. Das heißt, ich kann jetzt gleich anfangen. Ich denke mal, hier oben lässt sich nicht mehr so viel optimieren. Okay, das Holz ist jetzt inzwischen weg. Das heißt, ich kann den Holzfäller hier abbauen. Bauen vor allem. Okay, der macht das jetzt drüben noch weg. Dann lassen wir den mal noch. Ich glaube, ich werde das in Holz in der Bracke machen, um dann hier wahrscheinlich noch einen Bauernhof hinzusetzen. Da habe ich den Weg hier unten noch ein bisschen, vielleicht noch zwei, drei Gebäude. Ja, aber solange der noch ein bisschen was macht, lasse ich den machen. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Holzfäller hinbauen. Jetzt baue ich hier wieder eine Wachstube. Ja, wir werden den Weg mal so rumbauen. Damit er nicht unterbrochen wird. So, wunderbar. Okay, das ist hier schon relativ frei. Das gefällt mir. Ich, wenn die Gruppen weg ist, fange ich an, das zu planen. Und wird hier ganz viel Schinken hergestellt. Das Kohlekraftwerk. Gute Bergwerk, braucht offenbar nur Holz, das finde ich ziemlich gut. Das finde ich gut. Und hier oben die Ressourcen werden schön nicht angezapft.
Den brauche ich mal, kann ich alles bauen, wunderbar. Kohlebergwerk A. Achso, hat der Gebäude hier eingenommen. Achso, weil es eingenommen wird, kann ich es unten nicht bauen. Oh, schade, das ist schlecht. Warte, hier vorne war da noch ein einziger Krümel mit Kohle. Ich glaube, hier. Wie sind hier? Sind ja irgendwo ranked up zu Daten inzwischen drinne? Ja, hier sind ein paar drinne, wunderbar. Dann werde ich nämlich gleich das Gebäude einnehmen. Dann habe ich da erstmal meine Ruhe. Ja, hier. Ich werde mal noch warten, ob er das ein. Ob er das quasi. Da kommt einer. Okay. Ich denke mal, das wird ein leichtes Spiel fürs Katapult sein. Das wird, glaube ich, ein leichtes Spiel für Katapult sein. Bam. Und. Okay, es muss er treffen. Es muss er nur treffen. Es muss er nur treffen. Einnehmen, das kann ich garantiert ausbauen. Und er baut hier Eisen ab. Das ändern wir dann gleich. Jetzt hier aus. Ja, langsam, langsam kommen die Dinge. Hier, die Jagdhütte wird wahrscheinlich. Ich denke, ich kann die Jagdhütte abreißen. Weil hier gibt es auch kein Holz mehr. So, was ist der Plan? Genau, wenn das Gebäude kaputt ist, greife ich den hier unten an und dann fange ich hier an, mein Essen zu planen, in Anführungsstrichen. Der wollte in der Baracke hin. Was macht der? Na, okay, da werden ja erst ein Befördert, wahrscheinlich die beförderten Leute schon hingehen, ne? Denke ich schon. Ah. Also wenn ich das Gebäude mit, sagen wir mal, 15 Leuten angreife. Okay, ich glaube, so viel brauchen wir nicht. Da ist einer drin, das weiß ich. Okay, der baut es aus. Okay, das heißt, sie werden jetzt handeln. Er greift mich sogar an. Kann das sein? Oder will die Baracke besetzen? Er will die Baracke besetzen. Oder hier irgendwo rein. Okay, wenn das einnehmen, haben wir auf jeden Fall eine tiefe Schneise und er kann wahrscheinlich Dinge verlieren. Greifen aber nur mit 6 Leuten an, ich denke mal. Okay, ich hab's kaputt gemacht, wunderbar, es gefällt mir. Dann ist das hier alles weg. Vielleicht nehmen wir den Schmied auf jeden Fall ein. Hier auf jeden Fall ein schöner Riss drinne. Was ja immer relativ gut ist. So, dann greifen wir den mal an. Hier sieht man auch schon. Oh, ich hab schon. Ne, das ist schon Bronze, glaube ich. So, wenn ich es eingenommen habe, dann habe ich auf jeden Fall hier die Verbindung. Ich glaube, ich kann dann aber noch nicht. Also, weil jetzt hier. Ja, das mache ich. Ja, weg, dann bauen wir das hier ab. Holzfäller können wir abreißen. Können wir die Straße entfernen und schauen, ob ich. Also, hier baue ich eine Bracke hin. Damit ich hier oben noch was bauen kann. Ich denke mal, das gewinne ich. Weil meine Soldaten sind nicht Elite, sind aber gar nicht notwendig, weil die noch kein Rank-Up haben. Ist, denke ich mal, nicht notwendig. So. Das können sogar schon Silber sein, aber ich glaube, Unteroffizier. Ist das ein Gefreiter? Gefreiter, Gefreiter Kampf wird es sein, ist es hier. Okay, perfekt. Und das Gebäude gehört mir, weil den habe ich gehört. Na komm. Immerhin habe ich das da gut gemacht. So. Was haben wir denn hier? So, ein paar Gebäude. Okay, ich habe das. Das ist gut, denn ich habe diese Seite komplett abgeschnitten, ne? Das heißt, mein Katapult hat leichtes Gespiel mit der Baracke. Sehr leichtes Spiel sogar. Okay, die Fischer kaputt. Hier ist auch kein Lagerhaus. Das heißt, eine Wirtschaft ist hier auf jeden Fall abgeschnitten.